Endlich ist es wieder soweit. Wir sind am Start einer weiteren spannenden Formel-1-Saison. In den letzten Wochen gab es viele Diskussionen, aber all das kann man jetzt vergessen, denn jetzt wird es ernst. Die Boliden werden an ihren Platz gebracht und gleich wird hier wieder um Punkte gekämpft. Willkommen also zur neuen Saison und zum großen Preis von Australien. Wir sind beim heutigen Rennen auf dem Albert Park Circuit nur einen Katzensprung von der Port Phillip Bay entfernt. Die Oberfläche ist hügelig und die 16 Kurven könnten vor allem bei Regen ernsthafte Herausforderungen darstellen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir heute noch ein Safety Car auf der Strecke sehen. Der Kampf um die Weltmeisterschaft beginnt von neuem und diesmal im Regen. Die Teams haben natürlich kaum Testfahrten bei solchen Wetterbedingungen gemacht. Das heißt, unsere Erwartungen für diesen Grand Prix könnten total auf den Kopf gestellt werden. Was meinst du, Stefan? Du hast absolut recht, Heiko. Wenn man ein Autorennen durcheinander bringen will, geht doch nichts über ein bisschen Wasser auf der Strecke. Der Schlüssel zum Erfolg ist heute, die Reifen auf eine gute Temperatur zu bringen und zur richtigen Zeit die richtige Reifenmischung zu haben. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Verstappen, Daniel Ricciardo und Ocon. Norris, Albon, Vettel und Charles Leclerc. Quert, Perez, Pierre Gasly, Richards, Stroll, Magnussen, George Russell und Kimi Räikkönen. Giovinazzi, Latifi, King und Mick Schumacher. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. So, es geht auf jeden Fall los heute mit dem ersten Rennen und wir sind dabei. Oh, Intermediate-Wetter, das ist immer gut. Das ist gut. Das macht es ein bisschen einfacher mit dem Trockensetup. Ja, wir sind zurück bei F1 2020 mit dem Auftakt zum großen Preis von Australien. Und ja, schauen wir mal. Gehen wir rein ins Rennen. Auf geht's. Seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down. So, und das Ziel ist es natürlich hier einen relativ guten Start rauszuholen. Oder gut, das war nur ein Blatt Papier wahrscheinlich. Blatt. Ja, Let's Wall, den haben wir noch schlagen können im letzten. Weil die Platz 14 ist es halt am Ende dann nur. Der Auftakt hier im Albert Park ist leider verregnet, das ist das Bittere, aber 15 Regenrennen haben wir. 15 Regenrunden. Naja, schauen wir einfach mal. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Ja, also 10 bis 15 Minuten soll es wieder leichter werden im Regen. Wie gesagt, ich habe bewusst halt das Trockensetup genutzt, um vielleicht keinen Vorteil gehabt zu haben gegenüber denen, die Regensetup fahren, aber da sind scheinbar nicht viele unterwegs. So, ich bleibe jetzt natürlich ein bisschen dahinter. Aber ich glaube, mein Ziel ist es hier, was mitzunehmen heute. Vielleicht nur ein, zwei Pünktchen. Mal gucken, was drin ist. Zehnter, neunter. Ja, schauen wir mal. Okay. Ein guter Start wäre hier so wichtig.
So, ab auf die Strecke. So, jetzt in die Startaufstellung und dann geht's gleich los mit dem ersten Rennen in Australien. So, der Start ist Erfolg auf jeden Fall. Wir sind schon mal dran, ein bisschen an Pierre Gasly. Da vorne ist nicht viel zu sehen, weil auch der Perez mir da die Linie zuzieht. Ich nutze jetzt gerade mal die Chance, um vielleicht eine Möglichkeit zu haben, da den einen oder anderen zu... Ja, Kollision mit Perez, oh Gott, okay. Aber... Ja, Zehnter, da sind wir schon auf jeden Fall vorbei an Kwiat. Mein Ziel ist es das gewesen, was wir wollten. Guten Start haben. Ich weiß, dass ich die Kollision mit Perez, aber die ist mir genau vor die Linie noch gezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du die Lücke noch mit, gehst ein bisschen vom aufs Gas wieder und probierst es dann nochmal. Aber Weber, der Auftrag ist gelungen. Vier Plätze gut gemacht, ja, momentan sind wir auf Platz 10. So, vor uns sind Vettel, Norris, Albon, das sind... Oh, gib mir noch einen Sack. Auf Pferd. Alright, we're looking good so far. Also drei Mann direkt vor uns, das wollen wir natürlich versuchen mal noch einzuholen oder anzugreifen, wie auch immer. Und ich erwarte gar nichts eigentlich hier in diesem Rennen. Das ist bestimmt weit vorne getroffen. Wenn wir das Rennen jetzt schon zu Ende wäre ich zufrieden. Und wenn wir 10. haben, wie gesagt, würde den ersten Punkt der Saison holen. Aber ich sag ja, starten funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einen trockenen Rennen erwischen heute. Auch wenn es angeblich sehr trocken, noch trocken werden sollte. Der Regen ein bisschen leichter werden sollte. So rum ist es richtig. So, warte erstmal die erste schnellste Runde. You're in the top 10 now. Keep it up. Ja, leider müssen wir schon abreißen lassen gegen die drei vor uns, gegen Albon. So, auch Kwiat hat jetzt ein bisschen auf die Racing Point abreißen lassen. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Ja, ich probiere es natürlich jetzt gerade ein bisschen den Kwiat nochmal wegzuhalten. Some information on Gasly. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Okay, Gasly. Also jetzt hinter uns ist oder vor uns ist. Der war 13, war der gestartet. Ich weiß nicht, wie sein Start gelaufen ist. Ich vermute, dass er hinter uns ist, damit ist es eh egal. Der Kwiat muss da hart bremsen. Das heißt, Perez ist jetzt vorbei. Am Rutzen. Der war reinsieger Perez, der jetzt hinter uns ist momentan. Und der für die neue Saison noch kein Cockpit hatte. Man weiß es ja nicht. Man weiß auch nicht, wo der landet. Die wirklichen... Die Saison sind... Für endgültig guckt bitte noch nicht vergeben. Aber jetzt erstmal der Angriff gegen weg von Perez. Jetzt mal gucken, dass der nicht da hinterherkommt. Momentan sind wir in Runde 3 jetzt, also Runde 4, drei Runden abgearbeitet. Und wir können es gerade ziemlich souverän lassen. Ich weiß nicht, wie die Strategien, Boxenstrategien da vorne am Ende aussehen. Ob da irgendwer sagt nachher, ich gehe in die Box und der ein oder andere sagt, ich fahre nochmal durch. Unser Ziel ist es, so weit wie möglich durchzufahren. Aber mal schauen. So, der war ja wieder Perez überholt. Und hängt jetzt wieder an unserem Hintern, unserem Mercedes-Getriebe. War jetzt mit dem Mercedes-Motor in die zweite Saison. Ja, scheiße.
Dankeschön. Ja, das ist natürlich. Ja, das ist klar. Der Kwiat, der hat mich jetzt gerade schön weggeschossen. Dann am Ende nochmal. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen und dann hat er gesagt, komm, dich schieße ich da noch weg, schnell. Boah, Alter, was ist denn mit dem Auto los, ey? Na, das ist auch vorbei. Jetzt war es das mit den Punkten auch. Der Queer hat jetzt uns den Weg jetzt die Lücke gefunden hat und jetzt ist er vorbei. Jetzt ist das, was das mit den Punkten. Also wahrscheinlich ohne, wenn da vorne nichts passiert, ohne Punkte gehen. Aber ich versuch's nochmal. Der ist schon 3 Sekunden weg, Alter. Oh Gott, Alter. Ja, da müssen sie echt. Da gibt es über die Strategie noch. Leider das falsche Auto, was uns da ein bisschen Probleme betrifft. Ja, aber wie gesagt, irgendwie wollte das Auto nicht. Und dann war das Ding erledigt. 4,7 Sekunden. Ich habe gar keine Chance, hinterher zu kommen momentan. Der ist jetzt mittlerweile auch über 5,6 Sekunden weg. Also der zieht mir gerade so weg in dem Rennleiter hier. Die Frage ist halt, geht wer irgendwie vorne in die Boxen noch? Um jetzt tatsächlich den Auftakt ein Pünktchen mitzunehmen, das wäre sehr, sehr wichtig. Aber wer gäbe besser werden wollen? Wir wollen ja da eigentlich die Top 5 angreifen, aber das ist gut. Ein Team, was da mit dabei war, haben wir schon mal hinter uns und nicht gesammelt. Racing Point Team ist ja ein Platz vor uns, lag am Ende. Wir haben jetzt Perez hinter uns und den Stroll. Weil die Frage ist, wann werden die ungeduldig versuchen es. Ich bin halt kein Regenfahrer, das ist es halt, ne? Wie gesagt, der Quert ist 2 Runden nur vorbei. Der hängt schon jetzt über 9 Sekunden weg. Also ich habe gar keine Chance, da irgendwas zu machen da. Nach vorne. Ja gut, das Rennen ist noch lang, ist noch jetzt gleich 9 Runden, das heißt alles möglich. The rain is getting lighter now, but it's gonna take a while for the track to dry out. Okay, gap ahead is 12.1 seconds. Ja gut, es hört jetzt auf, soll jetzt aufhören zu regnen.
und vielleicht dann auch das Rennen die Strecke trocken. Wenn das jetzt möglich wäre, dann könnten wir ja wieder wechseln auf die Trockenreifen, was jetzt natürlich noch nicht drin ist. Oder halt versuchen durchzufahren und dann irgendwie noch was mitzunehmen. Ich kann mich mal an eine Rennen mit Sauber erinnern, meine 2017, glaube ich, war das. Da habe ich ein Rennen in Malaysia gewonnen, weil genau das passiert ist. Es hat übelst Wetter, das übelste Wetter hat geregnet. Das hat übelst geregnet die ganze Zeit am Anfang. Und dann wurde die Rennen von trockener. Ich bin der Einzige gewesen, der dann auf den Interst raus gewinnen ist, hat das Rennen dann am Ende gewonnen. Gut, es war ein bisschen weißer Mord, war, wie es jetzt eigentlich auch nicht anders ist. Aber ich okay, clear. Ja, schade, es ist das Auto hinter mir ausgefallen. Aber jetzt haben wir ein Safety Car, dann wäre es vielleicht nochmal die Möglichkeit. Ne, ist kein Safety Car, okay. Aber es ist einer irgendwo gerade gecrashed. Die Frage ist, wer? Hoffentlich nicht Mick. Aber ich glaube, so wie ich das auf dem Bildschirm sehe, fährt der noch. Du liegt sich gerade mit Williams. Siehst du? Kimi. Okay, some information on Raikkonen. Safety car. Out of the race. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen runter auf Mager. Und wir haben jetzt die Chance, natürlich wieder reinzukommen in das Rennen. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Plötzlich hat man wieder die Möglichkeit auf Punkte. Ich kann mich an Kanada erinnern und da habe ich mir das Rennen tatsächlich schon geholt im Sinne der Safety Car Phase. Hier geht es zumindest mal um ein paar Punkte zum Auftakt. Wie sehen dann die Reifen aus? 36%. Könnte funktionieren. Wir haben noch 8 Runden. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Leider noch nicht so trocken, dass man sagen könnte, man wechselt auf die Trockenreifen, auf die Medium, aber nee, das ist dadurch, dass es immer noch regnet. Keine Chance, irgendwas gerade in die Richtung zu... Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken momentan. Wir haben jetzt noch 8 Runden, wie gesagt. Vielleicht haben wir Glück, am Ende nochmal auf Soft gehen zu können, aber... Ah, ich denke, vielleicht reicht es. Das habe ich auch, glaube ich, in Spanien habe ich es auch mal geschafft, da bin ich auf 4 am Ende noch gelandet. Weil ein paar tatsächlich vorne auf die Inters draußen geblieben sind. Aber gucken wir mal. So, jetzt haben wir jetzt mal das komische Delta weg. Das heißt, wir können jetzt, versuchen, auf das restliche Feld aufzuschließen. Und weiterhin haben wir, wie gesagt, es hilft uns auch nur gerade ein bisschen, um durchzuatmen. Die beiden können nicht angreifen oder die Jungs können nicht angreifen hinter uns. Ja, und es ist, wie gesagt, leider Kimi, obwohl eigentlich am Anfang der Saison, am Anfang des Rennens gesagt wurde, dass Gasly seine Probleme hat, der momentan dahinter hängt, hinter dem einen Racing Point, auf Platz 14. Ja, 15. Ne, 14, 14, Entschuldigung, ja. Doch. Wir sind ja auf 11. Hinter uns ist Perez, dann haben wir 12. Dann haben wir Gasly. Dann haben wir Russell wahrscheinlich. Dann haben wir einen der beiden Williams. Also ich vermute, dass es Latifi sein dürfte. Weil ich glaube, der Magnussen dürfte vorne irgendwo mit dabei in der Gruppe sein. Ich weiß nämlich nicht, wo der... Der ist aber auch da hinten irgendwo gestanden. Das heißt... Ja, der hängt da hinten noch mit drin. Ja, gut. Das ist Magnus, der dahinter noch mitdenkt. Der Giovinazzi. Ich sehe nur gerade die Punkte. Also ich keine Fahrer. Wenn mir leider die Startnummer zum Beispiel in den Kreisen fehlt, das wäre cool, wenn wir die hätten. So, 21,4 Sekunden fangen wir auf die Führer auf die Spitze, aber. Ja, Karl. Müssen sie dran am Safety Car sein, jetzt gehen die Zeiten dramatisch gerade runter.
Aber noch keine... noch keinen Wechsel. I think we're still on the right tires for the time being. Ja, okay, Reifen sind die richtigen, sagt man gerade, die Boxen sind gut. Dann passt das auch erstmal. Jetzt sind wir dran am Safety Car. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. 6 Runden vor dem Ende. Dieses Rennen irgendwie noch zu retten. Ein bisschen was noch mitzunehmen. Ja, da war halt der eine Verbremser, ne? In der kurz bevor es in die Richtung zweite Schikane geht. Wenn der nicht gewesen wäre, dann wären wir voll dabei gewesen auf einmal. Aber jetzt sind wir wieder dran an Kwiat. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück jetzt. Wenn jetzt irgendwie einer sagt, komm, ich geh doch noch rein, aber das ist so nass noch, da will keiner reingehen. Ich möchte ein Auto zumindest da vorne mit kassieren. Dann wären wir zumindest ein paar Punkte zum Auftrag, wäre gut. Dann hätten wir es zumindest. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Safety Car in the Slab. Also die Safety Car geht jetzt rein. Zieht jetzt auch ein bisschen weg da vorne. Der Hamilton macht jetzt gerade ein bisschen langsamer. Hamilton Bottas, glaube ich, sind das. Die zwei Mercedes vorne. Und dann Sainz. Und dann müsste schon Ricciardo kommen. Ich mache jetzt bewusst mal auf vollen Power, dass ich dann sagen kann, vielleicht habe ich die Chance, da anzugreifen. Ah, die Start. Start haben wir voll verpennt. Die Chance war vielleicht da, irgendwie nochmal anzugreifen. Ich denke, damit hat sich das auch das Thema eigentlich was auch erledigt jetzt gerade. Ich habe den Start komplett verpennt. Aber ich versuche es nochmal. Ja, nee. 2 Sekunden, da zieht mir gerade weg wieder. Die Lücke geht schon wieder auf. Das ist gerade... nee. Schade. Es war vielleicht ein bisschen da, aber die Safety Car Linie, die war leider an der falschen Stelle für uns. Weil genau noch in der Kurve waren und dann haben sie schon vorne angezogen. Das heißt, es wieder verteidigen. Es wird nur Platz 11, weil der ist schon 3 Sekunden weg, der Kwiat. The car in front is 3.1 seconds. Naja, 3,1 Sekunden. Das ist schon. Das Thema hat sich schon erledigt. Die Lücke ist schon wieder zu groß. Es geht nur um Platz 11. Es geht wirklich nur um die goldene Ananas. Wenn nicht einer noch irgendwie sagt, komm, ich fahre aus oder ich gehe in die Box oder was auch immer. Ja, ich hatte ein bisschen mehr gehofft. So ein bisschen. So, Walter Bottas fährt zur Rennrunde. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ja, dieser blöde Fahrbremser da drin. Der mir den 10. Platz. Am Anfang, die ersten 4-5 Runden waren es gut. Und dann kam dieser Verbremser. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, wenn die einer von denen jetzt vorbeigeht, zieht der mir genauso weg. Der quere schon 4,8 Sekunden wieder weg. Also ich habe gar keine Chance, da irgendwie was zu machen gerade. In die Richtung Punkteränge. Aber wie gesagt, das Rennen ist noch lange, noch 4 Runden. Vielleicht einmal. Vielleicht haben wir Glück, dass da noch einer ausfällt. Das wäre natürlich gut. So, jetzt kommen wir hier wieder an die Ecke, wo ich in mein Auto sagte, ich gehe weg. Hab keine Lust darauf, Zehnter zu werden. Der letzte Platz gefällt mir besser, aber das keine Chance. Das Tempo kann gar nicht rankommen, das Tempo.
Ja. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Ja, nächstes. Jetzt geht's wieder auf trocken, ein bisschen leichtere Bedingungen, leichter Regen. We have 5 laps of fuel remaining. Immer noch kein Wetterdienst. Kein Ausfall, keine Meldung, dass irgendwas in die Richtung geht. The gap to the car ahead is 7.3 seconds. Gap to teammate behind is 4.6 seconds. So, ich will den Auftakt definitiv nicht vorgestellt. 7,7 Sekunden schon der Rückstand. Das wiederum nach 2 Runden. Also die. Obwohl die sich da vorne am Bekämpfen sind. Haben wir keine Chance, so einmal mitzugehen. Es geht nur vielleicht ein Punkt wieder vor dem anderen mit einem kaputten Auto oder ungefähr. So, Perez probiert es natürlich jetzt irgendwie nochmal. Der möchte gerne nochmal vorbeigehen, aber das lasse ich ihm nicht zu. Wir haben noch ein paar Ründchen. So, jetzt vielleicht nochmal eine Meldung. Achtung, da vorne fällt einer aus. Try not to push the tires too hard. You're probably losing some grip at this point. Ja, klar. Ich versuche natürlich da vorne wieder reinzukommen ins Rennen, aber das ist gar nicht möglich. Okay, das war nur kurz grün. Ich dachte jetzt irgendwie gelb oder so. So, Perez probiert natürlich, wie genau. Oh, da ist einer raus, oder? Sich das falsch gerade. Da gab es gerade gelb vor uns. Moment. Haben wir doch noch eine Chance, vielleicht sogar noch was mitzunehmen. Green flag. Ja, Verstappen. Wir sind Zeta. Wir nehmen uns doch noch ein Bündchen mit nach Hause. Hier steht er nämlich. Der Max. Und damit sind wir jetzt momentan auf P10. 20 Autos noch im Rennen. Und da ist die kleine Hoffnung, die hier am Ende heißt, diesen einen Punkt mitnehmen zu nehmen. Und das ist so das Minimumziel. Jedes Rennen zu punkten. Und das erste werden wir dann hoffentlich schaffen. Wenn der Perez da nicht vorbeigeht. Ich muss jetzt nämlich auch aufpassen, dass wir die Racing Point da nicht irgendwie durchschlüpfen. Weil sonst ist das Thema nämlich wie bei Kwiat erledigt. Der ist auch schon 12,5 Sekunden weg. There's 3 laps of fuel remaining. Bloß jetzt keinen Fehler machen. 2-3 Runden haben wir noch. Ich will diesen einen Punkt mitnehmen. Auch wenn die Reifen sagen jetzt gleich, ich bin durch. Wir kommen jetzt wieder ein bisschen weg von den beiden Jungs in Pink. Aber wie gesagt, da weiß auch, dass der Perret, der da sollte vielleicht die Möglichkeit hat, ein Punktchen mitzunehmen. Und mein Ziel ist es, den Racing Point diesen einen Punkt abzunehmen. Zu sagen, ich bleibe weg. Wir gehen jetzt in die 14. Runde. Vorletzte also. Und dann erinnert es mich gerade so ein bisschen an Monaco, wo es dann wirklich darum ging, diesen Punkt, dieses eine Mini-Pünktchen mit nach Hause zu nehmen. Und das will ich hier auch schaffen. Ich glaube, dann hätten wir mich sogar am Fahrer des Tages, weil 4 Punkte, hau ab da jetzt. Fahrt euch am besten beide die Karre, ist mir egal. Drei Ründchen noch, also kostet 2 Runden noch. Ein und dieser noch. Mit Haaren sieht es gut aus. 17,6 Sekunden der Rückstand auf Daniel Kwiat. Aber das ist mir herzlich egal. Es geht jetzt nur darum, dieses Auto mit nach Hause zu fahren. So, hier die beiden Ecke. Da habe ich mir mein Auto weggeschmissen. Wieso ist es ins Gras gesetzt? Damit ich da nicht. Und sagt, ich kann Kwiat immer wieder vorbei. Und das soll mir nicht nochmal passieren hier.
Jetzt geht es jetzt in Richtung letzten Sektor. Das ist rechts links. Das ist nicht ganz ungefährlich hier oben. Da habe ich schon im Online-Modus hier auf diesem Curb schon das ein oder andere Auto fliegen gesehen. Und das ist das Ziel. Das Auto zu halten. Das nicht, dass es eben nicht passiert. Mir ist es bisher nicht passiert. Die Reifen gehen jetzt mittlerweile ins Orange. Halten sie irgendwie noch durch. Oder gehen sie dann am Ende mehr kaputt. Ich habe auch schon ein Rennen vor 100 Meter vom Ziel weggeworfen. Ist damals nicht ein Motorplatz. Das im Renault damals. Das erinnere ich mich noch. Belgien war das. So, jetzt hoffen, dass es irgendwie reicht. Letzten zwei Kurven das Auto genauso nehmen. Wir haben die komplette Wagenschlange mittlerweile hinter uns. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen in der letzten Kurve, dass es nicht mehr weiter passiert. So, 0,5 Runden mal noch plus. Wir haben noch ein bisschen Luft. So, jetzt irgendwie das Auto nach Hause zu bringen. Ja, das ist mir gerade egal. Vielleicht reicht es irgendwie noch. Jetzt Richtung Parkplatz. Aufpassen. Auch hier habe ich schon einen Sieg weggeschmissen. Nämlich hier auf diesem Kopf. So, jetzt irgendwie noch das Auto nach Hause zu bringen. Halt der Mercedes-Motor. Gegen diese beiden Jungs in Pink hier. Hinter uns ist voll mittlerweile. Bei dem weiß ich, der kann auch überholend sein muss. Der macht auch keine halben Sachen, wenn der eine Lücke sieht. Perez ist dann ja genauso. Der wird aber von seinem Teamkollegen wahrscheinlich geschlagen. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Okay. So, Bottas gewinnt das erste Rennen. 24.8 seconds. So, da wollte der dick schlüpfen, mir durchziehen, aber das lasse ich ihm nicht zu. So, jetzt der Angriff von nochmal von Stroll. Nein. Diesmal nicht. Können wir es tatsächlich vom Ziel noch retten? Wenn die Reifen jetzt halten, ist das Thema gegessen. Und dann ist der Auftakt gelungen mit Platz 10. Mit dem einen einzigen Punkt. Es war ein hartes Rennen, muss man sagen, weil viel Verteidigung dabei war, aber. Gut, die Benanze, der Fahrer des Tages. Okay, hat er mehr geholt als ich. Ich habe vier Plätze gut gemacht. Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. So, gut. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Walter Bottas lässt seine Rivalen hinter sich und übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Walter Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat,
gebracht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Die haben die volle Punktzahl. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Das war wichtig, die Racing Point hinter uns zu halten. Weil wir ja natürlich den Sprung da vorne machen wollen. Ja, wir sind momentan Siebter, jetzt sind wir bei Platz 5, das ist unser großes Ziel. Aber da muss definitiv in den nächsten Rennen mehr kommen. Und deswegen bin ich auch ziemlich froh, dass es diesen einen Punkt noch gegeben hat für uns. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. So. Es steht wohl außer Frage, dass sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? So, ja. Das Wetter heute war grässlich, aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? So. Klasse, das war dann alles. Ja. Ja, aber auf jeden Fall das schon mal geschafft. Ich bin ziemlich zufrieden, was das betrifft. Das ist ein Punkt, das kann am Ende sehr viel Gold wert sein. Sind wir schon mal besser gestartet als letzte Saison. So, leichter Schaden. 79.000 haben wir bekommen, okay. Aber es hat gar nichts, ne? So, ja, und damit sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem großen Preis von... Wo waren wir denn überhaupt? Bahrain? China? Wie auch immer.